Ja, hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet bei dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und zwar mit einem deutschen Panzer, deutscher Stahl. Ihr wisst es, ihr kennt es, ihr feiert es immer wieder. Deutsche Panzer sind sehr beliebt und dementsprechend natürlich auch hier mit dem E75 wieder mal einer am Start. Ja, er ist hier Top Tier, Katama Westfield und Teams sind recht ausgeglichen. Ich würde sogar sagen, unterm Strich kann man schon sagen, ist recht ähnlich auf beiden Seiten. Ja, sind wir noch mal gespannt, was er hier reißt. E75 für mich einer meiner liebsten 9er Panzer, muss ich selber gestehen. Also gerade ich selber bin ja großer Fan von schweren Panzern, die dann auch noch ein bisschen Bums haben und was vertragen können und auch durchs Anwinkeln sich ein bisschen anders spielen lassen als vielleicht der ein oder andere Panzer im Spiel. Und dementsprechend ist der E75 natürlich dann da prädestiniert dafür. Gespielt wird er von Valley 98 und ja, wir gucken noch einfach mal, was er hier reißt. Das dürfte eine schnelle, kurze, intensive Runde werden. So, Minimap größer. Da sind schon die ersten Gegner. Da. Der T-34 bekommt da den ersten Hit. Und er selber kriegt einen Abpraller vom T-30. Nicht schlecht. Und da hinten jetzt noch ein Prototyp offen. Aber der ist natürlich so am Turm schwierig zu durchschlagen. Jetzt fahren die hier weiter. Aber, nee, da ist der Reload leider ein bisschen zu lang. Aber hier jetzt dürfte er den treffen. Ja, sehr schön. Und das finde ich halt einfach das Tolle an dem Panzer. Diese, sagen wir mal, um die 500 Schaden pro Schuss ist einfach wirklich sehr schön. Und mit dem Reload, da kann man eigentlich auch ganz gut leben. Hier in dem Fall hat es jetzt leider ein bisschen Pech gehabt, aber... Oh ja, oben auf dem Deckel. Oh, nice. So, der T-30 schießt schon HE. Spannend. Ja, da T-30 kann man vorne gut durchschlagen, aber er hat da auf jeden Fall einen ordentlichen Durchschlag. Er hat mit normal 246 und mit Premium sogar 311. Also von dem her allerhand. So, jetzt muss man aufpassen, dass der T-30 ihn die ganze Zeit hier weiter nervt. Er versucht sich jetzt eine bisschen höhere Position zu bekommen, dass er auf den Prototyp schießen kann. Aber, nee, der war zu hoch. Da hat er dann leider vom T-30 eine bekommen. Da ist ein Richtschütze drauf gegangen. Gott sei Dank aber nur mit HE, weil sonst wäre der Schaden deutlich höher noch ausgefallen. Als 239, was er denn dann noch war. So, und jetzt der Prototyp. Ja, er macht die Vorarbeit und der T-28 nimmt die dann raus. Sehr schön. Jetzt ist vieles in der Stadt positioniert. So, der T-37 aus seinem Team, kein schöner Move. Er sagt, er gibt die Stellung des Teams raus, was man nicht macht, finde ich. Mit Auto-Aim hat er den anderen jetzt hier beschossen gehabt. Und jetzt noch die Su, beziehungsweise die ISO, Entschuldigung. So, Su ist abgeprallt, ISO ist auch abgeprallt. So, der Jagdpanther will jetzt wohl die ISO beschießen. Aber das macht der T-28 und dann kann er sich jetzt der Su in aller Ruhe widmen. Aber ein E-75 mit AP von der Su zu beschießen, mit 135 Durchschlag, da muss man schon, ja, schon richtig viel Glück haben, um da durchzukommen. Oder so wie jetzt, zeitlich müsste er stehen, aber hat er vorher nicht gemacht. Nun entsprechend der Kill. Und 4300 Schaden. Und es ist so unaufgeregt. Das ist das Schöne an dem Panzer. Der ist einfach ein gut zu spielender Panzer. So, der Tiger P. Kriegt auch nochmal eine. Der T-37 kriegt sich gar nicht ein. Obwohl es hier gut fürs Team läuft, also... So, und nochmal einen. Der Ferdi, auf den muss er ein bisschen aufpassen. Tiger ist raus, jetzt noch der Ferdi und der AMX hier. Und ansonsten, der T-54 war zuletzt drüben auf der anderen Seite gespottet. Feuer erlaubt es
So. Dann nimmt er den raus, macht seinen zweiten Kill. Und jetzt ist nur noch der T-54 am Leben. Und da fährt er auch schon eh genau in die richtige Richtung. War zuletzt da drüben gespottet. Jagdpanther, fahrt Captain. Kann man machen. Muss man aber nicht, aber auf jeden Fall, da ist er. Hat sich durch den Schuss dann da selber aufgemacht. Und die Frage ist, kriegt er noch einen raus? Nein. Er kriegt keinen mehr raus. Ja, dementsprechend war es ja schon mit dem E-75. Wie ich finde, ein wirklich sehr, sehr guter und leistungsstarker Panzer, der ja, wie gesagt, unter vielen und mir auch beliebt ist. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es, ihr dürft es gerne kommentieren. Oder wenn ihr sagt, nee, E-75 wird überschätzt, da finde ich den und den Panzer besser, dann haut es in die Kommentare. Von dem her, bis bald, euer Alcaramba.